Damit haben wir die Wetterspitze erreicht und wir sehen, es sieht ein bisschen verkohlt aus hier oben. Also das sind die Spuren des Kampfes, die wir dann doch entdecken können hier. Ansonsten Ruinen über Ruinen und wir schauen uns mal diesen ruinenbedeckten Fels an. Ihr fertigt einen Reiberdruck der Runen auf dem Stein an und verstaut ihn in eurem Beutel. Bündel, Verzeihung. Ich habe erst Ruinen gelesen, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Den möchte ich euch auch mal zeigen, den runenbedeckten Fels. Wir sehen ein stilisiertes G. Das ist ein G. Glaubt mir. Glaubt es mir einfach, es ist ein G. Und drei Striche. Die drei Striche bedeuten glaube ich, oh Gott, ich bin mir nicht sicher. Was haben die denn bedeutet? Drei Tage oder so. Ich glaube, drei Tage seid ihr, vor drei Tagen seid ihr aus Brea aufgebrochen. Oder sowas heißt das. Also es ist auf jeden Fall ein Hinweis auf die Zeit, wann Gandalf hier war. Oder es kann auch der 3. Oktober sein. Ich glaube, der 3. Oktober, das wird es sein. Denn die sind ja im September aus dem Auenland aufgebrochen. Und ich glaube, so Anfang Oktober müssten die hier sein. Ich glaube, der 3. Oktober, das könnte hinhauen. Also Gandalf, der 3. Oktober. Finde ich schön, dass die es so detailliert gemacht haben. Denn das wird auch im Buch beschrieben, wie genau dieses Zeichen aussieht. Und wenn wir schon mal hier sind, schauen wir uns gleich nochmal kurz hier mit um. Und können einfach mal die Aussicht genießen. Ist leider sehr diesig heute. Nein, es sieht immer so aus. Ich gebe es zu, es sieht immer so aus. Gerade schauen wir nach Westen, also in Richtung Breland zurück. Da drüben sind die Wetterberge. Wahrscheinlicherweise hier so. Ja, das werden sie wohl eher sein. Und wir sehen, die Wetterspitze ist schon verdammt hoch. Die sieht von unten gar nicht so hoch aus. Ich werde sie euch dann mal von unten zeigen, wenn wir da auf dem Hauptweg lang reiten. Aber die ist schon verdammt hoch. Doch ich glaube, es ist wirklich wetterabhängig, wie weit man schauen kann. Also ich würde denken, manchmal kann man noch ein bisschen weiter sehen. Wir sehen ja bloß noch so andeutungsweise, wie es nach Süden weitergeht. Hier unten ist eine Bergkette, in der haben wir auch ein Lager von Egglein. Also die Egglein sind die Bewohner der einsamen Lande. Es gibt ganz wenige Bewohner hier in diesem Gebiet, weil es eben auch ein sehr karges Land ist, das keinen Ackerbau zulässt, sondern die leben vom Tausch mit Artefakten, die sie finden quasi. Das ist aber eine reine Spielerfindung. Also ich glaube, im Buch werden überhaupt keine Bewohner der einsamen Lande erwähnt. Und ja, dort gab es jedenfalls ein Lager. Ansonsten geht es jetzt für uns gleich gen Osten weiter. Sobald wir die Wetterspitze aus den Augen verloren haben und diesen Aspekt vernachlässigen. So, und dann nehmen wir gleich mal hier diesen Skill zurück zum Lager. Wir haben ja dort angebunden. Unser kleiner Waldläufer, der schaut sich auf dem Boden um, ob er die Spuren zurück zum Lager findet. Oh, halt, 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 halt. Scheiße, zu spät. Ach, ärgerlich. Ach, das war jetzt ärgerlich. Denn dort oben steht einer, oh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Lloyd und Dewitt oder sowas. Das ist ein Typ mit seinem Pferd. Die findet man überall in Eriador immer mal stehen, in versteckten Ecken. Und den habe ich gerade komplett vergessen. Das ist auch eine Tat, die man erfüllen kann, die beiden an allen Punkten zu finden, wo sie halt herumstehen. Das ist wirklich teilweise schwer. Also ich habe das bisher noch nicht weiter verfolgt, hatte bisher noch nicht die Nerven dafür gehabt. Aber das ist auf jeden Fall schon herausfordernd, weil das viele Stellen sind. Man kann natürlich nachschauen, wo genau die sind. Warum ist da jemand auf Level 65 unterwegs? Ich verstehe es nicht. Na gut, wir reden mal wieder mit Kandai. Achso, jetzt können wir auch das hier abschließen. Seid wunderschön. So. Was benötigt ihr? Ah, ihr habt etwas gefunden? Lasst mich mal diesen Steinreiberdruck sehen, den ihr gemacht habt. Es sind gewöhnliche Runen, doch ich weiß nicht, was sie bedeuten. Leider kann ich daraus nichts über den Blitz schließen, Aegir. Doch es sagt etwas über dessen Ursprung aus. Vermutlich dieselbe Person, die dafür verantwortlich ist, dass ihr zu mir gesandt wurdet. Oh ja, das hast du gut geschlussfolgert. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was trinken, bevor ich weiterrede. Meine Stimme ist leider ein bisschen angegriffen, deswegen muss ich mal ganz kurz was trinken. Ach, mal sehen, ob das hilft. Leider ist mein Tee schon kalt, da ist es nicht mehr ganz so wirksam. So, und hier haben wir mal den Fall von Wähle, was du willst. Denn Kapitel 5 ist eine Instanz, die wir uns gleich begeben. Die können wir sowohl mit Gefährten machen, dann ist es natürlich ein bisschen schwerer. Als auch als Solo-Aufgabe, was wir jetzt machen werden, dann ist es natürlich ein bisschen leichter, weil es eben für einen Mann bloß ausgerichtet ist. Und diese Aufgabe heißt die Rückeroberung der Wetterspitze. Da ist auch schon wieder die Tante mit der Level 65. Was willst du denn hier? Verpisse dich, das ist mein Gebiet, du hast ja nichts zu suchen. Was benötigt ihr?
Entschuldigung. Aber manchmal wird man so ein bisschen aggressiv, wenn man Leute auf einem höheren Level sieht, weil es schon ab und zu mal vorkommt, dass man irgendwo Gegner besiegen muss von einem Quest her. Und dann kommt jemand auf einem höheren Level und knatscht alles weg, was es an dieser Viecherart in der Gegend gibt, weil sie einfach nur irgendeine Tat erfüllen wollen, die sie noch in dem Gebiet offen haben. Und das nervt. So, die Rückeroberung der Wetterspitze. Eigier, ich habe Neuigkeiten von Radagast, aber ich muss euch erneut um Hilfe bitten. Du Sau, sag's mir doch einfach, wo er ist. Ich helfe dir auch so. Den Brief, den ihr aus Rauschsprung gebracht habt, berichtet... Der Brief berichtet von den wahren Zielen der Orks. Die Kontrolle über Amon-Sul zu ergreifen. Orkstreitkräfte. Mensch, was ist denn los? Orkstreitkräfte sollen sich bald auf den Vormarsch zum Gipfel von Amon-Sul begeben. Sie werden sich im Schutze der Wacht bewegen und in einer großen Gruppe voranschreiten, wobei sie sich auf dem Weg in kleinere Einheiten aufteilen werden. Wir haben keine Chance gegen diese Streitmacht, solange sie vollständig ist. Doch könnten etwas anrichten, wenn sie verteilt sind. Sie wollen ein Lager errichten, welches ihnen einen Aussichtspunkt über die gesamten einsamen Lande verschafft. Wir müssen ihren Plan vereiteln, Aigir. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid. Gemeinsam werden wir Amon-Sul erklimmen und ihren Anführer Rigul besiegen, bevor er dem Willen seines Meisters folgen kann. Sprecht mit Kandaiv und erobert die Wetterspitze zurück. Genau das werden wir jetzt tun. Auf in die nächste Instanz. Was kann ich für euch tun? Wenn ihr euch vorbereitet habt, werde ich euch den Weg zeigen. Wir müssen uns beeilen, denn die Orks mit ihren bösartigen Plänen keinen Erfolg haben sollen. Los geht's. Wetterspitze. Einst Wachturm der Dunedain ist nun Zufluchtsort der Orks. Kandaid der Waldläufer will ihren Stützpunkt in den Wetterbergen zerschlagen. Es ist schön, wie der Regen auf seine Glatze prasselt. Finde ich gut. Sieht aus, als ob er so fast schon Haare hätte, so graue. Und es ist ein unglaubliches Scheißwetter, muss ich sagen. Aber was soll's, man kann es sich ja nicht aussuchen. Ich glaube sogar, in der Instanz ist immer Regen. Was kann ich für euch tun? Wir müssen uns beeilen, Aigir. Wir haben die Anführer der Urukai auf den Flanken der Wetterspitze zusammengedrängt. Echt? Wie hast du denn die Leute zusammengedrängt? Naja, gut, egal. Wenn es uns gelingt, sie zu besiegen, dann verlässt die gesamte Truppe der Mut und sie werden sich winselnd zu ihren Meistern im Süden zurückziehen. Seid aber vorsichtig. Man weiß ja nie. Beschützt Kandaiv ist unsere Aufgabe. Mal sehen. Ihre Anführer haben sich auf dem Hügel versammelt. Na dann, auf zum Hügel. Haltet die Augen offen. Wir sollten uns nicht überraschen lassen. So, klatschen wir mal hier ein paar. Was auch immer hier vorbeikommt, sein letztes Stück. Hört auf zu glatzen und kämpft! Gut, das ist jetzt alles nicht das Problem gerade, weil wir halt schon doch ein bisschen höher sind vom Level her. Ich mach's mal gleich so. So, den können wir uns noch aus der Entfernung holen. Ach Gott, die haben einen grünen Rahmen. Das ist ja niedlich. So, dann können wir Kandaiv ja fast durchweg Geleit liefern hier. Hier unten gibt es auch schon Fackeln, ist ja interessant. Ich dachte, das kommt erst oben weiter. Haltet sie auf! So, mal einen Spaltschuss angewandt, wenn wir hier schon so viele haben. Wunderbar, das läuft doch. Das läuft. Also wie gesagt, das ist jetzt ja vom technischen her keine Herausforderung. Diese Fackel ist vielleicht ganz nützlich. Nehmt die Fackel. Okay. Vielleicht sollten wir ein Feuer anzünden, um die Bilbisse auf uns aufmerksam zu machen. Benutzt die Fackel mit dem Holz. Vielleicht können wir so ihre Aufmerksamkeit erregen und die Streitmacht trennen. Seid aber vorsichtig, man weiß ja nie. Ich glaube, seid aber vorsichtig, man weiß ja nie, ist dein Lieblingsspruch, oder? Na gut. Was darf ich denn anzünden? Nichts. Kandaiv? Hallo, warum sollte ich jetzt die Fackel nehmen? Ich weiß es nicht. Kann ich die vielleicht wieder ablegen? Das wäre schön. Ach, hier drüben. Ach, sagt mir das doch. Haltet sie auf! Ja, das war jetzt total praktisch mit Kandaiv, wenn er schon so vorausrennt, ne? Sie haben die Feuer gezündet. Wir werden angegriffen. Naja, was heißt. Hört auf zu glotzen und kämpft! So, haben wir gleich den nächsten am Hals. Ich werde dein Herz essen. Aber das geht recht schnell. Das ist vielleicht ganz gut, dass wir jetzt ein höheres Level haben. Das war jetzt gerade ein bisschen unpraktisch, muss ich zugeben. Kandaiv sagt mir, zünd ein Feuer an und rennt einfach voraus. Da brauche ich das Feuer auch nicht anzünden. Der Weg teilt sich dort vorne. Egal. Wir müssen uns aufteilen.
Denkt an die Fackeln. Entfacht die Signalfeuer. Das könnte euch helfen. Wir müssen uns beeilen. Die Orks müssen aus den einsamen Landen vertrieben werden. Wir dürfen jetzt nicht versagen. Und du meinst, du kriegst das hin? Kandaev möchte mit euch sprechen. Das macht er zum Glück nicht schon die ganze Zeit. Der Pfad teilt sich dort vorne. Ich werde den rechten Weg entlang gehen, ihr den linken. Wenn alles gut geht, dann treffen wir uns auf dem Gipfel der Wetterspitze. Wartet, bis ich außer Sichtweite bin, bevor ihr losgeht. Denkt daran, wir müssen die Anführer töten, wenn wir sie wirklich schlagen wollen. Benutzt die Fackeln, die ihr bei den Scheiterhaufen auf dem Pfad findet. Damit erregt ihr die Aufmerksamkeit der Orks. Sucht die Gegner Buposch und Mutz auf. Ich werde rechts herumgehen. Ihr folgt dem linken Pfad. Wir treffen uns auf dem Gipfel der Wetterspitze. Ja, du erwähntest das bereits. Na gut, was soll's. Mach ich. Solltet ihr auf Buposch oder Mutz treffen, dann erschlagt. Bis später. So, gut, dass die Fackeln noch brennen. Ach, hier oben jetzt auch noch welche gegeben. Er verschwindet durchs Dunkel auf irgendeinem Waldläuferpfad. So typischer Waldläuferpfad, oder? Man sieht keinen Pfad und erwartet keinen Pfad und kann auch nicht auf diesem Pfad lang gehen, den es nicht gibt, aber der Waldläufer kann das. Oh. Die sind ja noch schlechter, als ich dachte. Na, geht von mir aus. Dafür spalte ich deinen Schädel. So, möchte sonst keiner mehr kommen? Scheinbar nicht. Okay. Schnappt euch die Maden! Nix mit Maden schnappen. Die Made schnappt euch. So, schön, wenn die alle mit einem Schuss tot gehen. Dann greifen auch die anderen nicht an, ne? Nein! Doch, doch. So ist das. Okay. Dafür spalte ich deinen Schädel. Nein, wirst du nicht. Wirst du nicht. Schnappt euch die Maden! Gut, auch diese Ecke ist ausgeräumt damit. Ich glaube, wir brauchen ja keine Fackel mitnehmen, oder? Ich glaube, hier gibt es nichts, was wir anzünden können. So, diesen Weg sind wir gerade eben schon mal hochgegangen. Es ist genau derselbe. Oh, hi. Es ist genau derselbe, den wir gerade eben schon genommen haben. Nur eben, dass jetzt die Orks hier ihre Lager aufgebaut haben, die noch zusätzlich dazukommen. Und wir kommen gleich an der Stelle an, an der ich vorhin auszusehen in die Sackgasse gerannt bin. Ja, ach, weißt du, scheiß jetzt auf die Lagerfeuer, ist mir jetzt egal. Wir können das auch ohne machen. Wir sind gut genug dafür. Du brauchst deinen Bogen nicht jedes Mal wegpacken, Algier. Du weißt, dass du schon wieder kämpfen musst im nächsten Moment. Ach, ist das gemütlich. Nein. So, erledigt. Eine ganz gechillte Aufgabe. Und da ist Buposch. Buposch schreit laut, als er sich nähert. Was ist mit diesem Lärm, ihr Hundesöhne? So, noch einen. Könntest du bitte auch den Nahkampfangriff machen, wenn ich ihn drücke? Buposch wurde besiegt. Das war's für den ersten. Nun fehlt nur noch Mutz, der Warkhüter. Das heißt, wir haben wahrscheinlicherweise ungefähr die Hälfte nach oben auf dem Weg zur Spitze der Wetterspitze geschafft. Nee, ich glaube, bloß oben die Spitze heißt wirklich Wetterspitze. Ich glaube, der Rest ist einfach der Amonsul. Ach, ich weiß es nicht. Na gut, wir gehen weiter. Das ist übrigens hier die Sackgasse, ne? Von der ich vorhin gesprochen habe. Wir gehen aber nicht weiter hier lang, sondern wir müssen weiter in diese Richtung. Und jetzt müssen wir tatsächlich mal eine Fackel anmachen. Denn wir kommen nicht durch dieses Tor durch, wenn ich mich recht entsinne. Genau, ihr habt keine Genehmigung, das zu benutzen. Die muss ich mir natürlich unbedingt einholen von den Orks vorher. Aber wenn wir mit der Fackel hier ein Signalfeuer entzünden, dann sind die Orks neugierig genug, um mal schauen zu kommen, was denn hier los ist. Beziehungsweise die Billwisse. Braucht die Orks etwa unsere Hilfe? Da, los, tötet sie! Nein, klappt nicht, klappt nicht. So, aber die Orks hätten schon eure Hilfe gebraucht. Vorher schon. Hätte aber wahrscheinlich auch nichts genutzt. Ich hätte euch trotzdem alle zum Teufel gejagt.
gut, wir machen weiter nach oben. Ich glaube, hier müsste jetzt irgendwo auf dem Weg schon der Waaghüter lauern. Ne? Hier kommen jetzt auch Waage mit generell als Gegner. So, genau. Waage und Waaghüter. Das war aber noch nicht der Waaghüter, den wir suchen. Wir suchen nämlich einen speziellen Waaghüter. So, die Zwangsrekruten räumen wir mal fix aus dem Weg. Hier müsste jetzt gleich irgendwo der Punkt kommen, wo der Typ kommt. Haltet sie auf! Zeit zum Sterben! So, nochmal ganz kurz hier ein bisschen... Okay, es reicht gar nicht mehr, um den Fokus aufzuladen. Schade, aber ich habe ja zum Glück noch den Notfall-Fokus-Aufladeskill, den ich gerade nicht getroffen habe. So. Gut. Mensch, ist ja richtig was los. Ach, der hier, der hat mich gerade angegriffen. Nein, ich will keine Falle stellen, ich will ihn angreifen. Gut. Das läuft doch ganz gemütlich hier. So, und den noch mit dem dritten Angriff. Wunderbar. So, dich können wir gleich im Vorbeigehen mitholen. Ein Waag-Feindpirscher. Hier oben müsste es jetzt sein, oder? Ja, genau, da drüben ist Mutz. Mutz hieß er. So, nein, keine Falle stellen. Ich will keine Falle stellen. Ich will töten. Direkt töten. Mit Bogen töten. So, wir sehen die Waage. Die sind jetzt endlich mal mit blauem Rahmen zumindest schon. Das heißt, zumindest muss man jetzt schon mal zwei Angriffe machen, um sie zu töten. Das ist ja schon mal was. Gut, Trockgott. Oh, der ist mit rotem Rahmen. Mutz selbst nicht, erstaunlicherweise. Gut, ich gehe mal auf Mutz los, denn der Waag wird wahrscheinlicherweise schneller sein und zuerst in die Falle treten. Ich habe eine Überraschung für dich. So, da ich den Waaghüter sowieso schon auf dem Weg töte, hat sich das mit schneller und langsamer eh erledigt. Gut, das ging schnell. Mensch, die werden sogar respawned, ist ja Wahnsinn. Egal, wir sind durch. Wir haben beide getötet, die zu töten uns aufgetragen wurde. Und wir sind auch direkt vor dem Ende des Weges. Die Wetterspitze liegt vor uns. Du warst zu langsam mit Heilen, mein Freund. Du warst zu langsam. Ganz einfach, schlichtweg zu langsam. So, unsere Freunde hier. Ich nehme erstmal den Feuerwerfer. Dafür wirst du büßen. Damit er gleich seine Feuerladung fallen lässt. Das ist ja auch schön bei den Sapeuren, wenn man auf die trifft, auf die Bilbis-Sapeure überall immer. Wenn man denen genug Schaden zufügt, die haben ja auch immer so eine Bombe dabei, die sie auf einen werfen. Ich hole die Bilbisse und die Orks. Diesen Tag kriegen wir. Tötet sie alle. Kommt er hier angerannt wie so ein Verrückter. Wenn man auf die trifft und die einen angreifen wollen, dann wollen die einem das Ding einmal entgegenwerfen und dann steht man in Flammen. Wenn man denen aber genug Schaden zufügt, lassen sie es auf sich selber fallen. Finde ich auch immer sehr schön. Und da oben wartet Kandaev auf uns. Aber irgendwie sieht er nicht gut aus, oder? Das habt ihr gut gemacht, Aegir. Sogar besser als ich, wie es scheint. Die Uruk-hai und die Orks haben mich fast erledigt. Ich habe tiefe Wunden davon getragen. Macht euch jedoch jetzt keine Gedanken um mich. Hinter dem Tor steht der Uruk-hai, der diese Bande anführt. Geht durch das Tor und erschlagt ihn. Wir können nicht zulassen, dass die Orks eine Festung im Norden aufbauen. Begleitet Kandaev zum Tor. Ich glaube, meine Wunden sind tiefer, als ich befürchtet hatte. Ich werde das Tor öffnen und die hintere Wache im Schach halten. Okay, das ist ein Plan. Ich nehme alles, was da drinnen auf dem Weg noch kommt. Ich werde hier bleiben, um den Feind zurückzuhalten, sollte er fliehen wollen. Gut, bleib hier, ich mach das. Los geht's. Seid aber vorsichtig, man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ist sein Lieblingsspruch. Sucht und besiegt den Anführer der Uruk-hai. Oh, da haben wir gerade einen Lebensbonus gekriegt. Los, schneller, ihr Faulpelze! Warum diese Eile, Rigul? Der Berg gehört uns! Das ist noch nicht alles, widerliche Kröte. Wir werden Shaku nicht enttäuschen. Geht den Berg hinunter und schleppt die Holzstämme hoch. Wir müssen einen Scheiterhaufen errichten. Die Stämme mit was hochheben? Seid ein Großmaul, Rigul. Setz deinen Kopf ein, du wertloser Wicht.
Holt Olox Naga hierher und seht zu, dass er endlich etwas tut. Ich rieche etwas, Rigul. Ich rieche Tarn. Ja, meine Freunde, ich bin's. Menschenfleisch. Lasst uns schnell nachsehen, Jungs. Saruman wird mich für euer Herz belohnen. Elende Hunde, auf die Beine! Von euch lasse ich mich nicht fertig machen. Ich habe noch eine Überraschung. So, da hat er aber Schwein gehabt, dass er gerade noch überlebt hat, hä? Oh, das war schon wieder ein falsches Skill. Jetzt werdet ihr sterben. Oh, danke schön. Na, das ist ja freundlich. Spürt die Macht der Urukai. Warte mal, ich wollte diesen Skill haben, genau. Lass erst mal den Troll töten. So, wir haben jetzt einen guten Lebensbonus, muss ich dazu sagen. Ich werde dir die Haut bei lebendigem Leibe ziehen. Das ist einfach damit begründet, dass wir halt alleine kämpfen. Ihr seht den Zorn von Sarumans Urukai. Wir sehen, wir können uns der ganzen Bande entgegenstellen hier. Ich habe genug von dir. Und überleben das irgendwie. Elende Hunde, auf die Beine. So, Freunde. Ihr Maden, hört auf zu sterben. Lasst uns siegen! Hört auf zu sterben! Das ist ein super Hinweis oder ein super Befehl. Nein! Du bist am Ende! So, nein, ich bin nicht am Ende, im Gegensatz zu euch. Ihr habt euch den Zorn Isengard zugezogen. So, das war's doch, oder? Das habt ihr sehr gut gemacht. So, ich mach trotzdem mal kurz hier noch den Fokus. Eigentlich dürfte kein Gegner mehr kommen. Mensch, Kandaith, halt durch, Junge. Ich bin schwer verwundet, aber ich werde es überleben. Kommt, wir kehren in mein Lager zurück. Die Instanz ist damit abgeschlossen und wir haben die Wetterspitze zurückerobert und gesichert. Es ist an der Zeit, dass wir diesen Ort hinter uns lassen, Aegir. So, ein kurzer Schluck für mich am Tee, weil meine Stimme schon wieder kratzt, oder mein Hals kratzt, besser gesagt. Wie kann ich zu Diensten sein? Die verbliebenen Orks sollten uns nicht den Schlaf rauben. Sie sind zu weit von den Südlanden entfernt und werden sich sicher schnell zerstreuen und kaum noch Ärger in den einsamen Landen verursachen. Wir haben einen entscheidenden Kampf gewonnen. Ihr habt euch eine Ruhepause verdient, denn die Orks stellen jetzt keine große Bedrohung mehr dar. Lasst mich euch nun dabei helfen, Radagast den Braunen zu finden. So, das Kolur, das brauchen wir nicht. Die Lederüberhose... Wenn wir Wille hätten, wenn wir Wille bräuchten, dann wäre die gar nicht so schlecht. Aber so ist die Überhose der Eglein natürlich besser. Rigul's Fluch, ah, keine Frage, nix da. Schlechter. Verstärkte Lederrüstung, ist eigentlich egal, was wir nehmen. Komm, wir nehmen mal das, weil es wahrscheinlich am teuersten ist. Wie kann ich zu Diensten sein?